Liebe Freunde des HVV-Kanals, heute bei uns im Dialog die scheidende VHS-Direktorin des Main-Taunus-Kreises, Edeltraust Moos-Tschech. Herzlich willkommen, Edeltraust. Dankeschön, Christoph. Ich freue mich sehr, dass ich die Ehre habe, dich sozusagen als letzter HVV-Vertreter interviewen zu dürfen, zumindest im offiziellen Zusammenhang. Ich grüße dich sehr hier auf dem roten Sofa. Und frage dich am Anfang erst einmal an deinem Abschiedstag, wie sollen wir uns denn unterhalten? Borisch, Fränkisch oder Hessisch? Wie ist denn da am liebsten? Also ich kann eigentlich keine der drei Sprachen wirklich, würde Hochdeutsch sprechen, aber du? Also ich entscheide mich natürlich für Fränkisch, weil Hessisch kann ich nicht und Bayerisch auch nicht so wirklich. Ja? Und Fränkisch ist eine Weltsprache, die versteht jeder, dann bleibe ich bei Fränkisch. Okay. Okay? Das machen wir so. Gut. Edeltraust, du bist seit 21 Jahren im VHS-Bereich. Das ist ja eine ganz schön lange Zeit. Und heute ist dein letzter Tag. Ja. Was sagst du denn dazu? Beziehungsweise, wenn ich dich gleich fragen darf, was war denn so dein wichtigstes Erlebnis in deiner Volkshochschulzeit? Ja, für mich ist das ziemlich einfach zu beantworten. Denn das herausragendste Erlebnis für mich war die Entwicklung eines Marketingkonzeptes. Damals, als ich in Bayern war, habe ich da mitgewirkt mit vielen anderen Volkshochschulleiterinnen und Leitern und natürlich mit professioneller Begleitung. Und dieses Marketingkonzept ging dann in andere VHS-Landesverbände und ist heute, hat Einzug gehalten in der gesamten Bundesrepublik, gilt jetzt für alle Volkshochschulen, die zumindest die gemeinsame Dachmarke verwenden. Ich finde das ganz wichtig, gemeinsamer Marktauftritt, denn sonst sind wir als Volkshochschulen nicht kampagnenfähig. Das ist das eine. Und das andere, Marketing ist ja mehr als Werbung. Das beinhaltet ja die Entwicklung von gemeinsamen Produkten. Und in Hessen haben wir dieses Konzept auf die hessischen Volkshochschulen adaptiert und dieser Prozess, den fand ich unglaublich spannend. Also das war was Tolles, das hat die VHS-Leiterinnen und Leiter zusammengebracht, in den Dialog gebracht, wir haben uns gemeinsam Ziele gesetzt, haben die verfolgt und das war so das eigentliche Spannende für mich dabei, dass man dann über diesen Weg dieses Marketingkonzept auszuarbeiten und zu implementieren, zu so einer wirklich engen Gemeinsamkeit gekommen ist. Ja. Und die wirkt sich bis heute auch aus auf andere Bereiche. Okay. Also du weißt es ja, du spürst es ja auch. Ja. Also du bist ja immer eine Persönlichkeit gewesen, die großen Wert auf Gemeinsinn auch gelegt hat. Das war dir immer ein großes Anliegen. Das stimmt. Wenn du jetzt so am Ende deiner Laufbahn in der Volkshochschule sagen würdest, ja, das ist etwas, das würde ich der Gemeinschaft der Volkshochschulmenschen, Menschheit, Kollegenschaft mitgeben auf ihrem weiteren Weg. Was wäre denn da dein Vermächtnis? Ja, also ich möchte es jetzt nicht Vermächtnis nennen, sondern einfach das, was ich an wichtigen Aufgaben in der Zukunft vor den Volkshochschulen sehe. Ich denke, dass das der Bereich der Integration, der Bereich der Migranten, dass diese Aufgabe nicht zu Ende ist, wenn wir Integrationskurse anbieten. Ja. Das ist wichtig natürlich für die Menschen, aber danach muss auch noch etwas kommen. Mhm. Und da sind wir noch nicht so weit, wirklich gute Angebote zu machen. Also wir haben zum Beispiel im Main-Taunus-Kreis bisher über 6.000 Migrantinnen und Migranten im Integrationskurs gehabt. Und nachfolgende Kursangebote haben wir berufsbezogene Sprachförderung für Migranten. Ein 6 Monate langes Projekt. Und da sind ungefähr bisher 120 Leute drin gewesen. Was passiert mit dem Rest? Also wo bleiben denn die? Und die müssen ja auch Anschluss finden an das deutsche Berufswesen.
und in die deutsche Gesellschaft. Und da glaube ich, da ist der Staat und da sind auch die Kommunen und da sind auch die Volkshochschulen aufgerufen, da was zu entwickeln. Und ja, also das, dieses Feld finde ich total wichtig. Und ich finde ein anderes, auch im Zusammenhang mit Migration stehendes Thema wichtig. Die, es gibt Migranten, die durchaus qualifiziert sind. Die haben einen guten Schulabschluss, die haben einen guten Berufsabschluss oder Universitätsabschluss, aber er ist nicht anerkannt hier in Deutschland. Mhm. Und da muss auch was getan werden, da ist ja ein Gesetz auch erlassen worden. Die, der Knackpunkt ist, und wo sich die Volkshochschulen einhaken könnten, wenn jetzt jemand keine Anerkennung bekommt für seinen erlernten Beruf oder für das, was er studiert hat, könnte man ihn vielleicht auf dieses Niveau bringen, durch Schulungen, durch Bildung, durch Weiterbildung. Mhm. Und da könnten die Volkshochschulen natürlich genauso wie die Industrie- und Handelskammer oder Handwerkskammern Angebote machen. Die Volkshochschulen, denke ich, sollen das nicht verschlafen, die sollen in dem Bereich auch Angebote machen. Ja, wichtige Hinweise, glaube ich, die wir beherzigen. Ich denke, das ist auch in der Diskussion, das ist ja nicht, aber ich denke, das ist doch eine ganz entscheidende Zukunftsaufgabe auch für uns alle. Es ist in der Diskussion und bei den Verbänden sicherlich, aber auf der Ebene der einzelnen Volkshochschulen, da muss es erst noch ins Bewusstsein rücken. Ja. Edeltraut, unsere dritte Frage auf dem roten Sofa ist immer, betrifft immer den Menschen, der hier über uns hängt. Das letzte Mal hat sich der Interviewpartner den Herrn Stromberg gewünscht und ich frage dich jetzt, wen würdest du denn als besondere Persönlichkeit deines Lebens hier auf unsere weiße Wand hängen? Also ich würde natürlich gerne jemanden nehmen aus dem Bereich der Bildung, zumindest auch der Forschung. Und da fällt mir spontan der Neurobiologe Gerald Hüther ein, der ja auch die Lehr- und Lernforschung maßgeblich beeinflusst hat, durch seine Ergebnisse in der Hirnforschung. Ja, ich finde das unglaublich spannend. Man muss auch mal auf seine Website gehen, was da alles drauf ist. Total spannend. Und den würde ich gerne aufhängen. Dann würde ich sagen, dann nehmen wir den auch her. Also hängen wir mal den Stromberg ab. Und der Herr Hüther, den haben wir natürlich auch da, weil der wollte immer schon bei uns arbeiten. Deswegen hole ich den mal gleich. Das ist ein, altes Bewerbungsfoto von ihm. Hängen wir da jetzt auf. So, sieht doch gut aus, oder? Ja, also ich finde, es ist genau ein Mann nach meinem Geschmack. Ja. Intelligent und gut aussehen. Das ist doch wunderbar. Edeltraut, ich wünsche dir für deinen Zukunftsweg alles Gute. Wir werden dich mit einem weinenden und noch einem weinenden Auge verabschieden. Und ich wünsche dir alles Gute. Danke, Christoph. Dir auch.